Hi, ich bin's Jamie. Wir machen heute wieder einen Tricktipp. Und zwar geht's um den Inward Heel Flip, auch genannt Inside Heel Flip oder so. Bei dem Trick brauchen wir einmal einen Backside Pop Shove It und einen Heel Flip. Wichtig ist die Fußstellung. Bei dem Inward Heel Flip stehen wir mit dem vorderen Fuß wieder in den Heel Flip, nur etwas weiter zurück. Etwas näher an die hintere Achse. Und mit dem hinteren Fuß, wie beim 360 Flip, auf die hintere linke Kante vom Tail. Ja, und dann einfach nur noch, wie beim Backside Pop Shove It, den hinteren Fuß ziehen. Und den vorderen, wie beim Heel Flip. Hmm.